Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und auch heute an meiner Seite der gute alte Tomate. Abend, Tom. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Wir schauen uns heute wieder dumme, degenerierte Werbung an. Zumindest was Yay. Spaß macht. Es ist immer, ich finde das ganz lustig, so einzelne Clips. Und damit würde ich sagen, ohne große Rede, lange Einleitung, legen wir los, oder? Gerne, ich wechsle mal fix. Genau, Kann losgehen. wunderbar. Setz dich richtig hin. Natürlich siehst du viel schöner aus. Rasier dich mal. Stella, lächel doch mal. You look better with long hair. Du arbeitest? Und wer kümmert sich dann ums Du Kind? bist so sensibel. You're overreacting. You should lower your standards. Wow, so exotisch. She's such a slut. Wie, du willst keine Kinder. You're so bossy. Der Rock ist du viel zu kurz. Du solltest mehr Sport tragen. Vielleicht kennst du meine Geschichte nicht. Ich mache hier erstmal kurz Pause. Also Danke. es geht offensichtlich um so typische Sätze, die sich Frauen anhören müssen. Aber da sage ich halt das wieder, was ich immer sage. Also es gibt solche typischen Gesetze für beide Geschlechter, auch für Männer. Also Ja. sowas wie, heul doch nicht, bist du schwul oder so. Also, Beiß mal die Zähne zusammen, ne? ja, musst du mal ackern, musst du mal durcharbeiten, was weiß ich. Also wenn ich da jetzt ein paar Minuten nachdenken würde, würde mir noch sicherlich viel mehr einfallen. Aber also immer dieses einseitige Geheule, ja, wir haben es doch so schwer, das missfällt mir extrem, weil so ist das Leben, also so ist die Gesellschaft. Man hat halt irgendwie, du hast halt irgendwo Normen oder normale tradierte Werte, Ansprüche, die halt den Erwartungen entsprechen. Wir sagen es mal lieber so, Erwartungen. Also hast du irgendwelche Erwartungen, die Leute an dich haben, die gewöhnlich sind, und wenn du halt diesen Erwartungen widersprichst, dann kommen da halt Fragen. Klar, das Richtig. hast du Und auch als entweder du Mann. hältst es Also, halt aus. genau. Wenn du jetzt zum Beispiel Ja. als Mann nicht, was weiß ich, du gehst jetzt zum Beispiel als Mann nicht arbeiten. Und die Frau macht die Arbeit oder so. Du hast halt irgendwie ein anderes verteiltes Rollenbild. Oder also du machst Elternzeit, dann darfst du dir halt genau das anhören, was die Ene da gesagt hat. Ja, warum gehst du nicht arbeiten? Reicht denn dann das Geld? Oder warum macht denn deine Frau das? Bist du zu doof? Oder was weiß ich, es können dann tausend Sprüche sein. Naja, und wenn du dann das Kind noch in den Kindergarten bringst, ne? Oh, ist der pädophil? Was macht der hier? Ne? Ja, eben, genau. Wie gesagt, wir könnten jetzt noch ein paar Minuten nachdenken, uns würden safe genauso viele Sprüche einfallen. Dann machen wir mal so eine Rotzwerbung. Also, es ist halt für mich noch kein Argument. Gut, wir machen mal hier bei der Prima Ballerina weiter. Vielleicht möchte ich ja nur mir gefallen. Vielleicht ist mein Hedonismus, sehr richtig, gut. dein falsch. Vielleicht gibt es mehr als nur das eine Ideal. Vielleicht sollten wir weniger übereinander urteilen. Vielleicht ist Support the way to go. Nein. Vielleicht ist genau das, was die Welt jetzt braucht. Ah, genau. Kannst du einen Frame Ja, zurückgehen? natürlich, natürlich. Ich versuch's, dass wir das hier sehen, ja? Siehst du's? Genau, diese schöne Aufstellung der Leute hier. Hast du dazu was zu sagen? Die vorne rechts im Bild, puh. Die hat ja vor uns gesagt, ja, du bist so eine Schlampe oder du bist so eine Slut. Ich weiß nicht, ob sie das auf Ach, Englisch die oder hier so Deutsch gesagt hat. hinkniet, ja. Ja, genau, die so ihren Arsch präsentiert. Also klar Du darf man da machst sowas dich halt sagen. selbst zum Objekt. Eben, also schau dich doch mal an, Mädel, was du da trägst. Also Also wenn du in diese. langen Klamotten da so in der Pose gewesen wärst, dann hätte niemand gesagt, du bist eine Schlampe oder so. Ja. Ja, selbst, ja, wobei ich sagen muss, selbst in langen Klamotten wäre es schon irgendwie komisch, aber gut, so, wobei ich nehme es Ja. zurück. Ich meine, du hast so tausend Katalog, tausend solche Fotos irgendwie, so Modelbilder, klar. Also das wäre jetzt nicht ganz so schlimm, aber halt in diesem Netz-Ding, wo man alles sieht und dann diese Lederschuhe, also es hat halt irgendwas Fetischmäßiges, wie auf einer Fetischparty. Und dann, ja, gut, dann natürlich auch die ganze Aufmachung, weißt du, das ist halt auch so ein typischer linken Haarschnitt, sage ich mal. Also bunte, unsymmetrisch geschnittene Haare, also bist du so Fokuhila als Frau, dann die Schminke auch übertrieben, also da passt nichts zusammen. Ja, da wird viel, ehrlich gesagt, kompensiert. Ja, auf jeden Fall. Die Frau in der Mitte finde ich, ehrlich gesagt, irgendwie seltsam. Die Klar, die hat eine jetzt irgend so einen rosa Dress? Hautfarbenfehler anscheinend, ne? Ja, ach echt, die finde ich mit Abstand am Aber hübschesten. ich finde halt so komisch, dass der Oberschenkel so dünn ist. Also, das, weißt du, das hat so was Okay. Markermodel-mäßiges. Ich weiß auch nicht. Jetzt wird hier über Feinheiten geredet. Ja. Also das mit der Haut Geschichte ist mir eigentlich völlig egal, ne? Ja, na klar. Aber es sieht halt irgendwie
Ja, weiß nicht. Ach, komisch. Ja, okay, da ja? will ich mich jetzt nicht rein. Aber gut. Aber. Was haben wir noch? Wir haben ganz links die Dreadwife anscheinend. Ja, die ist. Was war vor uns das Problem? Die war alleinerziehend oder wie machst du das, wurde, glaube ich, gesagt. War die alleinerziehend? Vielleicht ist sie, keine Ahnung, könnte ich mir jetzt vorstellen. Es sind ja hier alles irgendwie Leute, scheinbar, die ein bisschen aus der Reihe tanzen. So wäre mein Eindruck. Gut, dann also haben wenn wir sie alleinerziehend wäre, wäre natürlich nicht schön. Ja, ansonsten eine Frau mit Kind ist doch super. Richtig. Also das ist ja eigentlich so das Rollbild, was mal wieder mehr verbreitet werden müsste. So, gut, dann haben wir daneben die zweite mit Boxhandschuhen. Ist völlig okay. Ist auch völlig normal. Ja. Einfach eine sportliche Frau. Ja. Dann die mit dem roten Anzug. Ja, keine Ahnung, was die besonders macht. Ist jetzt halt nicht unser Kulturkreis, aber auch völlig okay an sich. Das wird sie wahrscheinlich sagen. Hey, ich bin schwarz, ich habe den Rassismus ausgesetzt. Keine Ahnung. Und dann haben wir daneben die in einem rosa Kleid, die so die Arme sehr weit hoch macht. Keine Ahnung, was die macht. Also auch da. Das könnte halt auch ein Kerl sein, aber ist ja, jetzt in der Aufnahme schlecht zu sehen. Ne? Genau, dann haben wir die schwarze Frau in einem gelben Kleid. Auch da, was macht die besonders? Keine Ahnung. Unten die, naja gut, die dicke, auch da, die widerspricht halt der Norm so ein bisschen. Also ist jetzt ehrlich gesagt nicht schön, das Körperbild einfach. Mhm. So wie sie die da kniet. Die wird, so eine Fat-Positivity-Aktivistin sein. Und Seht mal, ich kann ja alle Bewegungen machen, die auch können, irgend sowas. Ja. Dann haben wir die in einem kurzen Kleid, die schwarze, die lächeln sollte. Ist halt Amerika. Ach so, oder? Alles klar. Würde ich sagen. Weiß ich nicht, okay, kann sein. Dann vorne. Und auch die hat ja übelst dünne Beine. Es tut mir wirklich leid, dass ich da ein bisschen drauf rumreite, aber. Krass. Okay. Bei der sieht das sogar noch schlimmer aus als bei der anderen. Warum sich das stört, finde ich völlig wild. Ich stehe da drauf, aber gut. Ja, es sieht halt irgendwie komisch aus. Es tut mir leid. Gut, dann haben wir die den Filmauftrag nicht bekommen hat bei Schneewittchen. Ja. So, dann die andere, die sieht auch wieder links aus, einfach, wisst ihr? Kleidung, die Tattoos. So. Auch Gott, die Frisur und siehst du. Ja. So eine Zonengabi der Jetztzeit. Keine Ahnung, ja. Und daneben nochmal zwei schwarze Mädels. Generell, ich würde hier gerne mal zählen, wie viel Schwarz haben wir denn hier? 1, 2, ich ziehe in der Mitte 10 hoch, 3, 4, 5, 6. 6 von, ich glaube 12 würde ich jetzt mal schätzen. Würdest du die Boxfrau 6, noch 8, zuzählen 9, 10, wollen? 13, also 13 Leute. Nee, die Boxfrau nicht. Mhm. Also 6 von 13 Leuten, also fast die Hälfte ist schwarz. Ist halt auch irgendwie ein komisches Verhältnis. Ja, gut. Ich meine, selbst in Amerika sind es 13% der Bevölkerung, ne? Was sagt das über Deutschland aus? Ja. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt schon geguckt hast, weißt du überhaupt, worum es geht hier? Also, was ist denn das für eine Werbung für einen Konzern? Ich könnte jetzt da oben den Titel lesen, aber ich habe keine Ahnung. Du die ganze Zeit dahin zu gucken. Ich habe auch wirklich keine Ahnung, was dieser. Wirklich? Clip, du hast da noch nicht hingeguckt? Boah, du hast ja eine übelste Willenskraft. Okay, dann mach ich mal weiter. Ich habe immer noch Share Power gelesen, ganz rechts. Hey Leute, unterstützt uns dabei, die Message zu verbreiten und das Bild der Frau diverser zu gestalten. Lasst uns gegenseitig unterstützen. Happy Wednesday. Hatte ich das? Zum internationalen Weltfrauentag. Okay, uninteressant. So. Ju Schnee, die Namen schon, Alter. Ja. Ju Schnee, Jusi Müller. Okay. Gut, okay, ich wäre nie in 1000 Jahren drauf gekommen, dass es um Adidas geht. Mhm. Wie hieß diese andere Werbung, die das auch immer sehr gut gemacht hat? GNP oder so? Was für ein Ding? Diese andere Werbung, wo man das auch nie wusste. Procter & Gamble war es, glaube ich. Procter & Gamble, ja, Procter & Gamble, das war auch immer schön. Da muss man auch die treten hier in die Fußstapfen. Ja, auf jeden Fall. Okay, lass uns das nächste machen. Bitte, ja. Nee. Is this the land history promised? Here, within these lines. On this concrete court. This patch of turf. Here. Ganz kurz, das sind übrigens große Sportstars. Ich weiß nicht, ob du so im Sport drin bist. Also ich nicht mehr, aber also die kenne ich wenigstens. Der erste, das war irgendein Basketballer. Ich glaube, ist es Shaquille O'Neal? Ja, ich glaube, es ist Shaquille O'Neal. Mhm. So sehr mehrfach hier Weltbasketballer des Jahres und so. Dann hier Serena Williams, die Tennisspielerin. Also auch die kenne ich sogar von Platz 1 halt bei den Frauen. Dann hier die
Oh, die hat jetzt aufgehört. Oh fuck, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Die ist auf jeden Fall beim Frauenfußball der USA gewesen. Also das ist eine amerikanische Fußballmannschaft. Die hat so rosa Haare oft gehabt. Und die hat sich lustigerweise beschwert, dass die Frauen weniger verdienen als die Männer. Also das war ihr ganz großes Ding. Die wurde gefragt jetzt zuletzt, als er ausgestiegen ist, ja, was war denn so ihr größter Moment in ihrer Karriere? Und da hat sie tatsächlich gesagt, jetzt nicht irgendein Sportereignis, sondern ja, als wir diese ganze Kampagne gestartet haben von wegen Equal Pay, also dass Frauen im Fußball doch bitte genauso viel verdienen sollten wie Männer im Fußball. Ja, dass das keinen Sinn macht, wissen wir natürlich, weil die Werbeeinnahmen und die Zuschauereinnahmen ganz anders sind beim Frauenfußball. Weil Frauen selber schauen meistens nicht Fußball. Was ja schon irgendwie absurd ist, weil eigentlich gucken Männer gerne Frauen zu. Also, ne? So Beachvolleyball und sowas, ne? Ja, stimmt. Die müssen halt leichter bekleidet sein. Klar, es ist sexualisiert hoch 10, aber also die Grundvoraussetzungen sind da schon irgendwie besser für Frauen tendenziell, ne? Das Problem ist halt, dass die sportlichen Leistungen wahrscheinlich nicht so für Männer interessant sind. Aber gut, ich bin kein Fußballfan. Okay, weiter geht's. You're defined by your actions. Not your looks or beliefs. Boah, die kenne ich nicht. Das ist wahrscheinlich irgendeine Jugend. Equality should have no boundaries. Sollte keine Grenze haben, einmal das mal eine Grenze hin. Finde ich gut. Bis auf die Fußballerinnen sind hier auch nur Schwarze zu sehen, ne? Opportunity should not discriminate. The ball should bounce the same for everyone. Worth should outshine color. Machen wir kurz zurück. Equal Justice under Law stand da oben an dem wahrscheinlich ein Gerichtsgebäude in den USA. Okay, also ja, seid ihr der Meinung, es gibt kein Equal Justice under Law? Also, Es ist wieder so ein, wie sagst du mal, Heuclip. Es ist ein Heuclip. If we can be equals here, we can be equals everywhere. Deswegen ist in diesem Basketballteam kein einziger Weißer gewesen. Ja, okay. Ist mal wieder ein Heuclip, einfach, dass man mal die Message verbreitet, sich damit schmückt, wie divers und weltoffen man ist. Ja. Noch so ein paar von diesen Hijabs gezeigt, um auch, sich genau, da auch noch anzubiedern. Und, Ach gut, ging halt hauptsächlich hier um das Thema Schwarze, Black Lives Matter vielleicht oder so. Wenn ich jetzt gucken würde, von wann die Werbung ist, vielleicht ist die sogar von... Oh, warte, weißt du was? Das mach schau ich mal schnell, nach, bitte. Nicht machen. Vor 6 Jahren wurde die gemacht, 2017, also schon vor im Sommer der Liebe 2020, wo ja die George Floyd-Proteste waren und alle friedlich demonstriert haben. Gut, das Thema ist halt schon länger präsent, ne? In den USA, also Black Lives Matter gibt es ja schon lange vorher. Gut, ich würde sagen, weiter, oder? Ja, es ist hartes Mut wieder gewesen. Es tut mir leid. When prime ribs are roasted just right, you can practically taste them with your eyes. And with garden vegetables, simmered till they just turn. Oh, warte mal kurz. Ich glaube, hier ist wie, wahrscheinlich. Ist doch wie diese Waschmittelwerbung letztens, oder? Ja, ist wahrscheinlich wieder Mist passiert. Ich habe halt. Ja, alles klar. Mein Fehler. Ich habe aber kannst du die mal laufen lassen? Da komme ich ein bisschen runter. Ja, ernsthaft? Nee, dann langweilt sich doch die Zuschauer. Ja, gut, wir schauen mal rein. Jetzt kriege ich aber übelst Hunger. Ja, ich auch. Die ist von 78. You can almost see how good they're going to taste. Es ist wirklich eine Zeitreise. Ja, ist krass. Vor allem, weil es auch nur um das Produkt geht. Like real bread should, because we split the top, add butter and let it bake right in. Home Pride Buttertop, white and wheat. You can practically taste it. Also, die haben ein Brot gebacken, es aufgeschnitten, Butter reingelegt und nochmal gebacken. Wahnsinn, ja. Hey, das ist die Art und Weise Werbung, die wir mögen. Ja. Es geht um Brot. Und es wird über Brot gesprochen. Es gibt sogar ein Schwarzbrot. Oder der Braunbrot. Nenne ich das gefährlich. Jetzt mal. Gefährlich. Ja, cool. Gute alte Zeit. Damit jetzt zu was ziemlich Aktuellem, und zwar aus Deutschland. Anfang? Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger.
Da ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Nachbarn. Der Winter kommt. Energie ist knapp und teuer. Es hilft zu sparen, wo es geht. Wir können alle unseren Beitrag leisten. Und erneuerbare Energien im eigenen Land ausbauen. Damit wir Freiheit bewahren und unser Klima schützen. Besonders im Alter können wir einiges selber tun. Warmwasser sparen. Türen abdichten. Heizung runter. Und Abwärme smart nutzen. Lasst uns alle zusammenhalten. Damit wir gut durch den Winter kommen. Ich bin jetzt so motiviert. Ja. Jeder Beitrag zählt. Das ist so mit weitem Abstand, finde ich, die schlimmste Werbung. Weil bei allen anderen Werbeclips, da kannst du ja immer sagen, naja, das sind private Unternehmen, wofür die ihr Geld Richtig. Ausgeben, meinetwegen. Aber solch so eine Art Clips hasse ich. Das habe ich auch schon bei Corona des Todes gehasst. Also das ist hier vom Bundesministerium ausgegeben. Und man muss sagen, ich meine, sind wir mal ehrlich, Werbung, die von der Regierung gemacht ist, jetzt mal, ich meine das jetzt nicht mal übelst abwerten oder so, aber jetzt mal rein faktisch, sowas hatte man früher Propaganda genannt. Oder sehe ich das falsch? Es ist Werbung von der Regierung für eine bestimmte Sache. Und hier ist es halt offensichtlich für diese ganze, naja, Klimawandel, Energiegeschichte. Also, wir fokussieren uns jetzt auf erneuerbare Energien und uns geht, wir tun mal eben kein Gas, das Gas, was wir in Russland schon bezahlt haben, aber nicht abnehmen und jetzt wieder teuer aus Indien über Umwege einkaufen. Deswegen geht es uns schlecht und deswegen müssen wir jetzt sparen an Energie. Also tut mal schön eure Türen abdichten, ihr Idioten. Das sind doch Nuancen. Aber letztendlich ist ja so ein Staat an der Stelle nicht anders als so ein Unternehmen. Das wird sein Produkt oder das, was es sein möchte, immer in höchsten Tönen bewerben. Deswegen Richtig. Wird ein Staat nie eine Werbung machen mit, ihr sollt uns scheiße finden. Naja, das logisch. Wird nicht ja, das passieren. Klar. Aber ich finde es halt schon unredlich, dass es ein Staat überhaupt Werbung macht. Also wozu? Ja, auf jeden Fall. Also wozu 80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel? Also ich bin keiner von diesen 80 Millionen. Na, wir haben auch 85 Millionen Einwohner, das heißt, du bist einer von diesen 5 Millionen. Also, was soll denn das? Was soll ich denn mit eurem Energiewechsel? Ich will die Energie nicht wechseln. Ich glaube auch nicht, dass 80 Millionen Leute den Energiewechsel wollen. Also, ich habe meine Tür schon abgedichtet, ich habe mein Warmwasser abgeklemmt. Ich verstehe dein Problem nicht. Ich sitze hier in dreifachem Pulli. Ja? Wer es glaubt. Ich finde aber auch die Personen, die hier so vorgestellt wurden, also erstmal Feiglingsgendern die ganze Zeit über, ist richtig nervig. Ja, eben, als würden die Leute so sprechen und dann auch die Gesichter hier, die du schon siehst, das ist halt auch diese pure Diversity-Agenda, ne? Ja, also es hält sich nur gut, wobei Grenzen, hier geht's sogar, ich nehm's zurück, hier geht's sogar. Aber das ja, sind, einfach. Das sind alles solche Passbilder-Gesichter. Ich mag das halt nicht. Ich mag das halt überhaupt nicht. Das habe ich auch schon bei den Corona-Spots gehasst. Halt dieses, ja, wir sind alle für was. Sei du auch wie wir. Also, das ist halt die pure Normie-Werbung. Sei wie, mach das, was alle machen. Denk nicht nach oder so. Wir machen das alles so und deswegen ist das gut. Die Mehrheit ist dafür. Ja. Und diese ganzen Maßnahmen, die hier in diesem Clip angesprochen wurden, das hat ja Schattmacher mal so schön gesagt. Wer weiß denn, was es bringt, mal das Wasser abzudrehen für ein paar Sekunden? Also quantifiziert. Wie viel Geld kostet das, wenn du das laufen lässt? Du weißt das wahrscheinlich, aber... Naja, ich kann es dir sogar sagen. Also, könntest du dir ein bisschen sagen, zumindest kaltes Wasser ist fast wie gratis. Also kaltes ein halber Wasser, Cent pro Liter genau, oder so, ne? Genau, ein kaltes Wasser kostet der Liter, ich glaube, nicht mal ein halber Cent, ich glaube sogar ein Zehntel Cent oder so. Bei Warmwasser, gut, da redet man dann über ganz andere Sachen, weil da tust du halt die Erwärmung. Richtig, ja, klar. Bepreisen, aber an sich, an kaltem Wasser musst du überhaupt nicht sparen. Dazu besteht kein Grund. Aber niemand, der nicht vom Fach ist, weiß... Wenn du den Hahn aufdrehst und das ein paar Sekunden laufen lässt, wie viel Liter sind da jetzt durchgeflossen? Ist das überhaupt ein Liter gewesen? Ja, das stimmt. Also so eine also ich würde sagen, da fließt jetzt fast gar nichts durch. Ne? Das sind solche No-Name-Tipps und auch diese Herangehensweise, dass du gefälligst selber deine Türen zu isolieren hast oder was die da hier beworben hatten. Was? Ja, und dann werden dir noch irgendwelche
Dämmmaßnahmen und Wärmepumpen aufgeschwatzt oder aufgedrückt von der Regierung. Also so ein Unsinn. Und dann kann man halt sagen, ja, aber wir sind doch alle für den Energiewechsel, ne? Ja, von es lief zu Dunkelflaute. Da sind wir alle dafür. Ja, danke. Richtig. Und wir machen mal das nächste, oder? Ich glaube, das wird nämlich was Lustiges. Das Einzige, was ich noch sagen möchte, die Frau unter Wechsel, also die hat einen sehr langen Hals. So, jetzt habe ich es gesagt. Alter, warum kommst du denn immer mit den Äußerlichkeiten? Das ist doch scheißegal. Einer muss es ja tun. Warte mal, das hatten wir doch hier schon. Plattform zu geben. Ja, okay. Und dieser Moment ist definitiv den Mut zu haben. Okay, das hat man schon. Ja. Wobei, nee, das ist eine andere Art Clip von dem Share Power, oder? Die haben sich selbst sozusagen aufgegossen. Also es gibt nochmal einen zweiten Clip. Ja, komm, wir machen den jetzt nochmal. Ja, okay. Nochmal About You. Dieses Gefühl von, okay, ich habe meine Power genutzt, um jemandem eine Plattform zu geben. Dieser Moment war richtig schön. In Share Her Power, also es geht darum, dass drei Frauen aus der Kreativszene zusammen ein Video kreieren. Mhm. Die Power von Teller ist definitiv den Mut zu haben, so ein großes Projekt auch auf die Beine zu stellen. Ich bewundere sie so dafür, dass sie ihr Ding einfach durchzieht. Ich bin sehr, sehr inspiriert von Jung, weil sie halt eben nicht in eine Schublade zu packen ist, verschiedene Ebenen hat. Das spiegelt sich halt auch komplett im Film. Josi kann Emotionen einfach so krass durch Musik wiedergeben. Sie hat es auch geschafft, diese verschiedenen Ebenen zu verstehen und genau in ihrer Musiksprache zu widerspiegeln. Draußen gibt es halt so viele krasse Menschen, die so viel können und noch nicht gehört werden. Ich wünsche mir das mit solchen Projekten, wie wir es jetzt machen. Ich find's lame. Next. Okay, das war hart. Ja, das war noch lahm jetzt. So. Ich glaube, der ist lustig. Das war halt eine harte Selbstverweigerung. Den hat man ich auch schon. Ja auch mal was. Den hat man schon? Ja. Nee, den hat man noch nicht. Den hast du im Honigfunk gesehen, aber den hat man immer noch. Ja. Okay, ich distanziere mich. Wie man den Queenscreen aussieht, scherz. Ja. Das ist doch nett. Ja. Das ist wirklich traurig. Ja, das ist schön. Was ist so geil? Dann, was ist das? Ist das Indisch oder was ist denn das für eine Schrift? Thailändisch, okay. Die Umsiedler. Appearance can be deceiving. Also, man würde nicht denken, dass das Zahnpasta ist, ne? Bei der Farbe. Wenn man eher an was anderes denken, was da auf der Zahnpasta ist. Aber Appearance can be deceiving, alles klar. Oh Mann, der musste einfach mal sein, weil ich den so lustig fand. Weil es halt auch irgendwie im weitesten Sinne um Diversity ging. Wie man das vielleicht auch mal ein bisschen lustig machen kann. Also, ja. Das ist wirklich harter Tonfall. So, jetzt haben wir hier was von Coca-Cola. Halt. Wartet. Wer sagt, wir müssen zurück zum Normal? Überhaupt zurück. Was, wenn unser Normal etwas Neues ist und das Alte einfach nicht mehr passt? Was, wenn du und ich der Unterschied sind? Was, wenn wir neu sind und offen? Wie wär's? Ich sag nie mehr, dass mein Job unwichtig ist. Nie mehr sagen, dass Lehrer zu oft in den Ferien sind. Oder Schule nervt. Ich will einfach nur raus. Meine Kopfhörer sind nicht meine Ohren. Was, wenn ich zuhöre? Was, wenn ich hinhöre? Wenn ich den Glanz deiner Augen vermisse? Und was, wenn ich es genieße? Bewusst dazu raus. Ja, ich mach mal kurz Pause. Also, ich hatte jetzt ja leider schon angeteasert, das ist eine Werbung für Coca-Cola. Hättet ihr gedacht, das geht um Coca-Cola? Hättest du das gedacht? Bis jetzt überhaupt nicht, tatsächlich. Nee, bis jetzt überhaupt nicht. Das ist irgendwie komisch. Und jeder muss, Moment dem Clip zugestehen, dass er bis jetzt relativ philosophisch offen unterwegs ist. Ja, das stimmt. Wir schauen mal weiter. Er widerspricht sich. Ich glaube an die Kraft, die unser Essen, unsere Musik hat. Ich bin kein Tänzer.
Aber für dich fühle ich den Rhythmus, tanze ich. Fühle ich den Rhythmus, tanz für dich. Und ich trag dich auf Händen, in unseren eigenen vier Wänden. Meine schlimmsten Momente vergesse ich nie. Social Distance ist gut, gegen miese Energie. Und Humor ist das Ding. Jeder kann sexy, ist doch egal. Ich bin einfach süß. Ab heute lasse ich meine Träume ans Steuer. Ich mach nochmal kurz Pause. Also, so wie es jetzt hier in dem Clip rauskommt, das ist ja jetzt keine per se linke Message oder so, weißt du? Aber trotzdem hat dieser Clip für mich was extrem Linkes. Also genau wie die vielen anderen Clips, einfach diese Art der Ansprache, weißt du? So ein bisschen wie mit Kindern und du redst so immer über das wir machen das und wir sind so und so toll. Mhm, und ja, dann natürlich auch die vielen diversen Leute hier, die man sieht. Deswegen habe ich das hier auch reingenommen wahrscheinlich. Also das ist einfach so eine Art linker Clip, halt ein bisschen in Leitform. Also am Anfang war mir so bitter aufgestoßen, dass er sich gleich widerspricht, so, wie hat er das formuliert? Wer sagt, dass normal jetzt sein muss? Wir sind doch anders. Wir sind das neue Normal. Also ihr seid genau wie vorher, ja. Ja, auch dieses, genau, dieses Philosophieren, das ist so für mich so typisch links, ja, dass man über solche Begriffe redet. Ja, was ist normal? Ich bin normal, wir sind alle so toll und ja. Bin mit dir bei all deinen Abenteuern. Was, wenn ich meine Haut zelebriere? Meinen Körper, mein Haar, jeden Tag, sogar montags. Warte. Was, wenn ich meine Haut zelebriere? Also wenn ich das sagen würde. Ja, du bist aber auch einfach nur weiß. Oh Gott, ich hasse diese Neorassisten. Jedem Wort steht, das ich sag. Meine Stimme zählt und ich verschaffe ihr Gehör. Weißt du was? Ich sag nie, nie, nie mehr, wir haben zu viele Touris hier. Ich stehe auf für unsere gemeinsame Sache jeden Tag. Eine Großfamilie ist voll mein Ding. Schenk all meinen Neffen kleine Cousinen. Ich bin an deiner Seite. Sage ja, 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 ich will. Ich werde nie vergessen, wie viel stärker wir zusammen sind. Mit Empathie. Das trage ich in mir. So offen wie noch nie. Offen wie noch nie. Ich habe jetzt zwei Coca-Cola-Flaschen gezählt in anderthalb Minuten oder so gefühlt. Keine Ahnung. Ja, das ist nämlich auch so ein, genau so ein Ding, was diese linken Spots vereint. Also, es geht gar nicht um das Produkt. Das ist halt völlig eine Nebensache. Es geht irgendwie um so eine Wohlfühl-Message. Und, naja, offen wie noch nie. Also, wenn was offen ist, zum Beispiel Grenzen, dann ist es auch manchmal schlecht. Also. Man kann ja immer nur offen sein im Leben. Also, ach, mir ist das alles zu viel Gelaber irgendwie. Ja, nichtssagendes Gelaber. Also, wenn es ja, eben wenigstens irgendwie stringent wäre, meinetwegen. Ja. Aber es ist halt, wie du sagst, so Fühli, gut, genau. Gut. Einfach nur Fühli. Gut, ich habe jetzt nochmal was dich, um dich zu triggern. Scheiße. Wissen Sie, ich glaube ja nicht so an die Wissenschaft, weil die glauben auch nicht an mich. Auf der anderen Seite komme ich ja viel rum. Und habe gerade in dieser Zeit eine Menge Sozialkontakte. Da gehe ich doch lieber auf Nummer sicher und hol mir eine Booster-Impfung. Das nein. Nehme ich. Auch wenn man nicht dran glaubt. Das ist nicht gut gealtert. Ja. Die Booster-Impfung wirkt auch, wenn man nicht dran glaubt. Aha, aha. Das sagt uns der gute Weihnachtsmann. Der Berliner. Der Berliner, ja, der hat so hart geberlinert. Ah, richtig schlimm. Nordpol ja, ist Berlin. Also gebt euch schön die Bratwurst, die gute Impfung, denn ja, die wirkt ja, auch wenn ihr nicht dran glaubt. Deswegen braucht ihr keine dritte, vierte, fünfte oder sechste. Den Booster vom Booster. Holt ihn genau. Ja, über welchen Booster reden wir überhaupt, der wirken soll? Also, ich meine, wenn man danach nochmal einen Booster braucht, dann wirkt der Booster schon allein nicht. Also, ist doch irgendwie offensichtlich. Ja, nee, das ist hier beim Auto so ein Ölwechsel. Du musst es halt ja, ab und an machen lassen, weißt du? Ja, klar. Da kann ja der Motor ja nichts für. Das ist, ja, das gehört dazu. Ja, genau. Normaler Verschleiß. Ja. Aber dass dann nach 3 Monaten schon die Wirkung ziemlich verpufft ist. Ja, dann warst du zu viel unter Leuten. Warst du zu viel unter Leuten, genau. Musst dich einsperren. Ja. Zu Weihnachten am besten. Am besten auch gar nicht die Familie besuchen. Das ist eh das Beste. Ja. Oh Mann. Das hat mich es ist ja so widerlich, dass die diese. Es ist ja wie in der Anstalt letztens mit, wo die das, die Gottfigur bemüht haben. Ja? Ja, ja. Als Autorität. Jetzt nehmen sie den Weihnachtsmann. Mal schauen, wann Jesus noch kommt.
Und, ja, und sagt, ich mache hier aus Wasser eine Bratwurst oder so, keine Ahnung. Oh Gott, bitte, bitte nicht. Was gebe ich denen hier für Ideen, ja. Ja. Okay, damit weiter. Wenn es für 24 Stunden keine Männer auf der Welt gäbe, würde ich alle Gesetze, die Frauen benachteiligen, ändern. Welche? Welche? Was sind denn das für Gesetze, die Frauen benachteiligen? Zumindest in Deutschland. Welche Gesetze benachteiligen Frauen? Bitte sag es mir. In Deutschland gibt es nur ein Gesetz. Westliche Welt. Lass uns mal westliche Welt nehmen. Okay. Was gibt's da? Die werden halt jetzt mit sowas kommen wie Abtreibung wahrscheinlich, dass Abtreibung hier und da verboten ist. Das Problem ist, hat das mit Männern zu tun? Ja, weil das schützt auch Frauenleben, weil ungeborenes Frauenleben durch Abtreibung mitunter ja auch vernichtet wird. Aber ein Mann also, kann ja nicht abtreiben, also ist das doch nicht vergleichbar. Also, weißt du? Naja, aber darum geht's ja. Weißt du, dass die sagen, Frauen werden unterdrückt durch Anti-Abtreibungsgesetze, ich will aber eine Abtreibung, weißt du? Macht doch schon Sinn aus der ihrer Sicht. Na gut. Kommt mir wie so ein Apfel-Birnen-Vergleich vor. Ja, klar. Ändern. Ich wäre ein Stück unbeschwerter. Ich würde überall hinreisen, wo ich könnte. Aber warte mal ganz kurz, bitte. Angenommen, es gäbe jetzt wirklich für 24 Stunden keine Männer auf der Welt. Hm. Glaubst du, das würde funktionieren? Für 24 Stunden, ja. Denkst du, ja? Ja, also zumindest wenn jetzt keine Panik ausbreche, wenn es, sage ich mal, geordnet wäre, wenn die Leute vielleicht wüssten, die Männer, also eure Lieben, eure Söhne, Ehemänner, Väter und so, die sind jetzt nicht auf einmal verpufft, die sind jetzt tot, sondern die kommen in 24 Stunden wieder, weißt du? Mhm. Also wenn jetzt eine Panik ausbreche, wenn das so plötzlich wäre, dann vielleicht, dann wäre es natürlich absolutes Chaos. Aber wenn die Leute das wüssten, ja, morgen kommen die wieder, ich meine, was soll da passieren in den 24 Stunden? Also so nach dem Motto, die ganzen, was weiß ich, LKW-Fahrer würden in die Raststätte fahren. Ach so, interessant. So weg sein und so und... Ah, interessant, darüber habe ich jetzt gar nicht nachgedacht, so über das Thema Beruf, weil du hast natürlich viele Berufe, die hart an Männern hängen und die dann quasi nicht ausgeführt werden könnten. Also zum Beispiel, viele Baustellen würden einfach komplett stillstehen, würden natürlich wirtschaftliche Schäden entstehen. Ja, oder wie du sagst, Fernfahrer sind auch mehrheitlich männlich. Irgendwelche Lieferprobleme würden vielleicht schon wegen dem Einsatz entstehen. Da hast du recht, ja. Aber wahrscheinlich hast du wiederum recht, dass sich in so einem Tag, in so einer kurzen Zeitspanne nicht auswirkt, ne? Nee, ich denke auch nicht. Du hast ja bloß auch die Hälfte der Konsumenten. Hm. So schnell ist der Supermarkt nicht leer. Ja. Ja, auf lange Sicht. Ich würde sagen, eine Woche, da wird es schon spannend. Ja, und spätestens nach einem Jahr oder so, weil Frauen brauchen Männer und Männer brauchen auch Frauen. Also. Definitiv, ja. Also, ich würde mir ungern eine Welt vorstellen ohne Frauen, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. Das wäre ganz schön gruselig. Und ich denke, die meisten Frauen würden das ähnlich sehen mit Männern. Also man braucht einfach dieses Gleichgewicht, das Yin und Yang. Also ein bisschen die Gegensätze, die sich ausgleichen. Fast so, als wäre das natürlich gewachsen über Jahrmillionen Jahren. Als wäre das so, ja. Wurbel die Dobel. Ich würde mich auf dem Rückweg von der Bahn zur Wohnung nicht andauernd aufmerksam umdrehen. Woran das ich würde wohl einen liegt? Langen Spaziergang. Sie würde sich auf dem Rückweg zur Bahn nicht immer umdrehen. Naja, liegt das denn an allen Männern oder liegt das nur an bestimmten Männern? Ist es vielleicht eine bestimmte Gruppe von Männern, die du hier nicht benennen willst? Also es sind noch nicht alle Männer. Also bei weitem nicht. Also ja. Diese verdammten Rentner, Mensch. Diese bösen, bösen Rentner, die da ansammeln und dann die Leute catcallen. So, gib mir mal deine 25 Cent, Mädel. Ich würde einen langen Spaziergang unter den Sternen machen. Im Dunkeln joggen gehen in den Klamotten, auf die ich wirklich Bock habe. Immer anziehen, worauf ich Lust habe. Es genießen, warte. Jetzt reicht's. Also die haben ja so oft den Elefanten angesprochen im Raum und ihn nie benannt. Das ist wirklich absurd. Also das geht mir jetzt zu weit. Also. Willst du was sagen? Dann sag. Ja, wir haben es ja vorher schon gesprochen. Also das liegt nicht am klassischen deutschen Mann. Ja, klar. Okay, also gut, der pfeift vielleicht meint er ja, aber die Größenordnung, die hier beschreiben, die kommt aus anderen Kulturkreisen. Ja, klar. Punkt. Vor allem, was die jetzt gesagt hat, fand ich interessant. Warte, ich gebe noch mal uns kurz den Satz. Machen. Im Dunkeln joggen gehen in den Klamotten, auf die ich wirklich Bock habe. Im Dunkeln joggen gehen in den Klamotten, auf die ich wirklich Bock habe. Also könnte man jetzt irgendwie interpretieren. Also tut sie jetzt im Dunkeln beim Joggen
jetzt extra sich schlechter anziehen, als es würde, weil sie halt Angst hat, angemacht zu werden, oder ist es sogar so, ah, das wäre wahrscheinlich zu viel reininterpretiert, dass sie eigentlich gar keinen Bock hat, sich so rauszuputzen, das aber macht, um Männern zu gefallen, weißt du? Und wenn die Männer weg wären, müsste sie das gar nicht mehr machen. Aber gut, wahrscheinlich eher die erste Interpretationsmöglichkeit. Ich würde auch sagen so, dass sie sich jetzt legerer kleiden kann. Ach so. Und vorher musste sie halt noch irgendwie so ein Pfefferspray irgendwo mit sich rumtragen. Ach so, alles, genau. Hoodie, genau. Irgend sowas vielleicht. Ne? Und darf nicht zu viel Knöchel zeigen, weil das halt Männer aus bestimmten Kulturkreisen anziehen. Im Dunkeln ist ja egal, aber... Ja. Immer anziehen, worauf ich Lust habe. Es genießen, ohne sexuelle Blicke und Kommentare in der Öffentlichkeit zu sein. Ich würde mich oben ohne auf meinen Balkon... Ja, auch da schwierig. Ich meine... Ich denke auch ein Stück weit, sie genießen das aber auch Frauen. Ich meine, deswegen schminken sie sich und machen sich doch hübsch. Also, das wollte ich gerade sagen. Ja. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn es nur Frauen gäbe, würdet ihr euch dann schminken? Also, wozu? Gut, vielleicht, dass man dann untereinander Frauen sich sagen kann, ja, ich bin jetzt die Hübscheste oder so, aber wer soll denn dich dann hübsch finden noch, weißt du? Also, richtig, das ist ja so die... andere Frauen, die auf Frauen stehen. Das ist ja so die klassische Stutenbissigkeit, aber wie du schon sagst, so ohne einen Mann, der dann schlussendlich das Urteil fällt, die finde ich hübscher, ist das alles nichts wert. Ja. Außer, wie du schon sagtest, lesbische Frauen halt irgendwie, aber. Ja, das ist, also das ist ganz merkwürdig. Ich mag halt diese Denke per se nicht irgendwie so. Ja, Männer sind böse und wenn Männer weg wären, gehe es mir so viel besser. Und also auch vor allem, wenn man hier von allen Männern redet, das ist so einfach nicht richtig. Das sind die immer mit Hashtag not all kommen. Ja, genau. Aber was du auch schon angeführt hast, das stimmt ja auch, dass wenn Frauen sozusagen in der Pubertät sind und merken, dass sie so Blicke auf sich ziehen können, wenn sie sich auftakeln in gewisser Weise und so ja schlussendlich Macht über Männer haben, das übt ja auch seinen Reiz aus. Ne? Ja, unbedingt, natürlich, na klar, klar. Also, stellt euch mal nicht bitte, es sind einfach Dynamiken und lernt damit umzugehen. Kuhn in die Sonne legen. Ich würde mich sicher fühlen. Ich würde mich selbst mehr spüren. Ich wäre freier. Für eine Woche. Und dann so, huch, wer baut mein Haus? Power to you. Onigo, müsste ich jetzt googeln. Was ist Onigo? Ich glaube, das ist eine Schminkfirma oder so. Also ich google das mal schnell. Onigo, Online-Shop, Sneaker, Fashion, Schuhe, Apparel. Okay, also Mode, irgendein Mode-Label, Modehaus. Aha. Achso, die haben Female-Founded Brands gemacht. Okay, jetzt geht das aber los. Ich bin jetzt nämlich gerade auf der Onigo-Webseite. Ja. Und die haben den Shop geschlossen. Also es läuft nicht bei so euch. Er ist eine Pleite. Ja, also das okay, bye, steht noch auf der Website und dann halt so ein Statement von wegen Onigo war für uns im Team immer mehr als nur ein Shop. Es lag uns am Herzen, uns zu inspirieren und bla 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 bla. Ist es okay. Auf Deutsch oder übersetzt? Nee, ist gerade auf Deutsch direkt, genau, ist ein deutscher, also onigo.com/de. Es lag uns echt okay. Am Herzen, euch und damit auch uns selbst zu inspirieren, zu überraschen, zu connecten und euch in eure Power zu feiern. Also ist, und dann steht hier noch, wir werden eure Looks vermissen und unsere female-funded brands. Also das Wort wird schon alles so ein bisschen sehr irgendwie feministisch angehaucht gewesen sein, dieses Label, dieses Modelabel. Also sprich, ja. die toxische Männlichkeit der scheiß deutschen Kartoffeln hat sie pleite gehen lassen. Alles richtig. Klar. Gut so. Another one bites the dust. Hey. Okay. Einen haben wir noch? Ja. Wollen wir noch einen machen? Ja, ich denke, wir sind bei 39. Würde ich auch sagen. Einer geht noch. Dann suche ich vielleicht einen schönen. Ja, machen wir den hier. Warte, machen wir den hier. Moment. Drücke Play. So. Das ist der Löwe aus Berlin. Naja, das ist ein Wildschwein gewesen, das hat man doch gesehen. Ach so, rum war es, ja. Das ist ein Wildschwein, eindeutig. Alle lieben Katzen, sehr gut.
Warte mal, kommt hier am Ende noch eine schöne Message? Ich hatte das... Ist das ein Peter-Clip oder was ist das? Ah, warte, jetzt kommt's. This is it. The nation's behind them. The FIFA Women's World Cup 2023. Was? Es geht halt um die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft, dass die jetzt hier auf diesem Sender ITV ausgestrahlt wird. Ach, weil also, es eine Löwin ist, oder weil was? Weil es eine Löwin ist, genau. Und Löwinnen sind ja auch so stolz, also sagt man ja, oder Löwen sind ja die stolzen ja. Tiere, die Könige. Der König des Dschungels, ja. Das ist genau. Obwohl Löwen nicht im Dschungel leben, aber... Ja, irgendwie. Egal. Die Könige des Dschungels sind wahrscheinlich die Tiger, aber du weißt, was ich meine. Die, ja. Wie sagt man? Ja gut, es gibt ja König der Löwen. Stolz wie ein Löwe sein, klar. Stolz wie ein Löwe sein, ja, genau. Ja. Und The Pride has arrived. Und hier hast du natürlich dann auch wieder so dieses sehr diverse Bild, ne? Zu Gast bei der schwarzen Familie. Ich finde es schön, im zweiten Layer hast du so einen Asiaten. Ja, genau. Dann im dritten hast du einen Asiaten und eine weiße Frau. Mhm. Und im vierten hast du dann mal einen weißen Mann, der an der Cocktailbar steht. Ja, oder genau, in der Küche, je nachdem, ja. Was das hier sein soll. Und das übrigens eher in England hier. Also eigentlich ist das die Opferpyramide abgebildet, ne? Ja, ja, genau. Stimmt eigentlich. Vorne schwarze Frauen, dann Asiaten, dann weiße. Okay. Alter, was für ein Scheiß. Ja, ich habe nämlich einiges zum Thema Frauennationalmannschaft gefunden, weil die war ja letztes Jahr, 23, im Sommer. Und da können wir uns nächstes Mal noch ein paar Clips anschauen, würde ich sagen. Ja. Dann sind wir stolz, dass wir das heute so durchgezogen haben. Richtig, sehr stolz und auch glücklich, dass es wieder vorbei ist. Ja. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Ich habe wieder Lust auf die Anstalt bekommen dadurch. Ah, okay. Weil das besser ist oder was als das? Ja, das ist da zumindest kann man anders. Ich hoffe, euch zumindest hat es Spaß gemacht. Mit uns in den Kommentaren zusammen kann man sich das vielleicht geben, kann man das aushalten. Schreibt uns selber auch gerne in den Kommentar, wie es euch gefallen hat, was ihr verbessern würdet, Vorschläge, was wir uns anschauen sollten. Also was freuen wir uns. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen. Wir lesen alles und antworten auch viel. Und ja, ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dahin. Ciao, ciao.